näher. Ihr näher. Legen wir los. Also ich sag mal so, wenn die Tortoise da hinten um die Ecke geschissen kommt, dann haben wir drei ein ziemlich großes Problem. Och, nein, ich will nicht weiter hinten stehen, weil ich treffe mit absoluter Sicherheit oben das Verletzte. Ja, also da bin ich, da muss ich mir im Tiger 2 auch keine Gedanken machen. Da hast du im IS-3 eher ein Problem bei der Tortoise. Also ich treffe da in der Regel auch auf 400 Meter da oben das Ding mit 50% Wahrscheinlichkeit. Ich hatte mal ein Gefecht im E75 auf Himmelsdorf. Oh, jetzt ruft mein Vater an. Moment mal. Ich rufe dich gleich zurück. Wäre lustig, wenn das jetzt einer von uns aufgenommen hätte. Ich hab die Aufnahme laufen. Okay. Ja, das ist live, ne? Wobei ich weiß nicht, ob ich das dann bringen soll. Mal gucken, wie das Gefecht verläuft. Das ist doch eigentlich dann ganz witzig, finde ich. Konkurrent hat mich gefunden und mir schon eine verpasst. Kann ich drauf schießen, wie ich will, da prall ich trotzdem ab. Naja, steht da ja, Turm von dem ist echt heftig. Ja, der zielt auch gerade für mich, weil ich das Einzige bin, auf das er irgendwie schießen kann, wenn ich rauskomme. Super Pershing. Abgesehen davon, dass ich das Gefühl habe, dass die Artillerie hier gleich rüber möchte. Aber wenn der Kongor das Einzige ich ist... Ich hab da so einen magischen Wert. Komm, ST1. Verputzen einen, dann wird er gejolot. Oh, da ist noch... Da ist die Torte! Oh, da ist die Torte. Oh, ST1, komm. Du stehst dort hold down. Da kann dir überhaupt nichts passieren. Doch, Arti kann nicht passieren. Versuch mal links dran vorbeizukommen. Ja. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir im Cap gleich Probleme kriegen. Ja, ich bin ja auch noch da. Ich bin offen. Da ja, steht er. 2801. Der gerade unsere Arti holot. Oh! In dem Moment fährt er Super Pershing vor und ich bounce an seinem Turm. Klasse. Und das tut er mit Erfolg. Ah. Durch die Torte schießt übrigens mit Gold. Abpralle. So, der AMX 1390 hatte nicht lange Spaß an der Aktion. Sehr gut. Na, hier läuft es gerade ganz brauchbar. Die Artig scheint uns nicht zu behelligen im Moment. Und wenn, dann wird sie gleich mich treffen. Der Kongor zieht mir natürlich direkt das Munitionslager. Ich bin Opfen. Oh Gott, das ist ein CDC. Ja, ich bin auch. Mach den weg. Mach den weg. Komm, ST1, mach ihn weg. Sehr gut, dann kann ich wieder umladen. Muss ich kein HE. Doch, ich hab. Oh, ich hab die Tortoise da getroffen. Der TR-15. S3 prallen alle ab. Keine Ahnung warum. 1000 Schaden, ganz groß. Soll ich zurückkommen oder kommt ihr klar? Das ist momentan. Wie soll ich sagen? Weißt du, was Sterndeuten ist? Das ist das, was ich gerade tue. Okay. Tja. Was hast du für ein Problem, Tortoise? Ups, Stor-E-Mail. Ich bin offen. Eigentlich wollte ich die IS-3 davon beschießen, aber das ist ja, wir werden gerade flankiert von einem T-34 irgendwas. Ja, ja, ich versuche mal die Gegenflanke zu machen, indem ich über die A-Linie komme. Oder über die B-Linie. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde von einem T-26 irgendwas, E-4 beschossen. Ja, das sind Super Pershing. Ein Suppen Pershing! Ach, da ist er auch. Ja auch noch. Da ist er doch. Oh, da ist ein ST1. Hier explodiert die Welt! Ich bin tot. Ich bin so tot! So. Na komm, den Suppen Pershing kriegt er noch raus da hinten. Ich
ich bin tot. Ich bin sowas von tot, ja. Verdammt. Ich hätte mir das mit dem Motor reparieren sparen können. Aber immerhin haben sie alle auf mich geschossen. So, kommt der jetzt... Ne, kommt nicht drüber, Riolo. Dann müssen wir mal weiter drücken, ja. Verkaufe ich jetzt als das, was ich wollte, ne? Ich wollte, dass sie alle auf mich schießen. So. Oh Gott, ein ST1. Ja, das habe ich doch schon vor 2 Minuten gesagt. Oh, du hast mir aber gut eingesetzt. Untere Wanne, ne? Ja, untere Wanne. Steht perfekt. CDC nee, jetzt nicht mehr. Auf mich. Ah, doch. IS-3 steht da noch irgendwo, bestimmt auf dem Berg. Ja, die IS-3 steht auf dem Berg. Ich mach mal eben gleich einen Blindfire, Moment. Woher machst du jetzt auch die elegante Abprallerina? Mal gucken. Ja, ah, prallt nochmal ab. CDC steht auch auf dem Hügel, wie es aussieht. Kritischer Treffer am ST1 nur. Mhm. Oh, sehr gut. Ah, da ist der CDC. Oh, wo ging denn der Schuss hin? Au, jetzt hat er IS-3 getroffen. Jetzt musst du aufpassen, fahr zurück. Da soll unser ST1 jetzt mal irgendwie... Oh Gott, ich glaube, der wird getroffen. Der capped doch einfach nur, oder? Ja, aber der capped wurde einfach resettet. Der wurde getroffen, ja. Der hatte auch gerade noch 900 HP. Wo steht denn der IS-3 ungefähr? Ungefähr der da. War auf dem Hügel vor. Der steht immer noch auf dem Hügel, der wird auch vom Hügel schießen. Ich mach mal Blindshots in die Richtung, vielleicht treffe ich ihn ja sogar. Offen bin ich jetzt nicht mehr. Ich würde mal die Posi wechseln, oh Herr, ganz im Ernst, ich würde sie wechseln, rückwärts weg. Dasselbe gilt auch für Fanori, irgendwie Posi wechseln. Rückwärts runter Richtung Gegnerbase an den Felsen stellen. Denn die wissen, also die Badget Ari, die weiß jetzt, wo ihr seid und die anderen auch, ne? Ja, aber ich bin relativ sicher da an der Stelle. Und ja, kann Holdau stehen. Wir müssen erstmal abwarten, was... okay, jetzt wird resettet. Wie viele Punkte hatten die Lorraine noch? Guck mal. 440, ja. Da ist der IS-3 wieder offen, aber von der Position, wo ich jetzt bin, komme ich auf den nicht drauf. Die sind alle gerade irgendwie auf den ST1 und der ST1 macht einen... Ja, fulminanten Fehler, zeigt die Seite seines Turmes. Hat jetzt gerade richtig Glück gehabt, dass die IS-3 ihn nicht getroffen hat. Boah, und der ST1 prallt den IS-3 ab. Der überlebt den Killshot und jetzt ist der ST1 weg. Ja. Jungs. Allein. Ich bin offen. Ja klar, die haben von oben dich gesehen. Die sehen dich von oben, wenn du da durch das Flussbett fährst. Oh ja. Ich habe auch noch Leckspitzen. Ich glaube, das ist kein Fan. Oh, der CDC schießt auf mich. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kommt garantiert gleich Ari runter. Track ihn, wenn du ihn kannst. Oh, scheiße, nee, jetzt ist rum. Jetzt gebounced! Wuhuu! Nice, richtig nice. ich bin alleine, warum sagt mir das keiner? Hab ich, aber du warst beschäftigt. Bleib da nicht vorher. Ari weiß, wo du warst. Ja, ich bewege mich mal woanders hin. IS-3 ist auf jeden Fall raus. Naja, da ist noch ein CDC. Das Problem ist, nichts davon ist für dich ein One-Shot. Oh Gott. Miep, miep. Der CDC macht mich jetzt kalt. Könnte er. Der macht dich jetzt nur auf, glaube ich. Ja. Ja, die haben den Arti-Vorteil und ihr wisst ja, was ich bin. Ja, jetzt erst recht. Ja, der wartet höchstwahrscheinlich auf die Lorraine noch, bevor er überhaupt irgendwas macht. Ja. Ich würde sagen, das war's. Ich hätte auch nicht mehr reparieren können. Ja. Aber eigentlich eine nette Runde. Ja. Ich habe mir halt leider den ersten Schuss vom Conqueror gefangen. Das hat mir, die Hitpoints haben mir jetzt am Ende gefehlt, ne? Das war ein bisschen ärgerlich. Aber auch nur dritte Klasse. Was? Ja, okay, aber bei einem Loose-Match ist das halt ziemlich viel. 2,8 Schaden. Ja, also. Also eins würde ich nochmal draufsetzen wegen Geld und so.
Ich hab ein bisschen Gold geschossen, glaube ich, oder? Ich hab minus 2000, weil ich ein paar Goldmumpeln am Ende geschossen habe. Ich hab 2700 plus. Na gut, ich muss erstmal noch hier anrufen, ne? Jo. Achso, ja, dann. Dann fahren wir einfach kurz zu zweit.